Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal für Reisen und Events. Ich bin heute nach Bad Kissingen gefahren, um bei diesem schönen Herbsttag mal einen Spaziergang durch die Stadt zu machen und wollte die Eindrücke mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bin jetzt schon ein Stück nach vorne gelaufen und stehe jetzt gerade vor dem Café Schweizer Haus. Das ist allerdings seit Jahren geschlossen. Sehr schade. Jetzt werde ich mal über den Übergang gehen, über die Fränkische Saale, Richtung Stadt. Schon mal ein kleiner Schwenk zu den Kurhäusern und zum Regentenbau. Nehmen wir uns also fürs nächste. Ja, ich habe hier jetzt hier gerade schon zu bei dem schönen Wetter sehr viele Leute unterwegs. Jetzt laufe ich an den Chorhäusern vorbei. Hinweisschild von Villa Residenz. Nett gemachte Gärten überall. Das sind seine Familien, sagt viele alte Leute, die ihren Lebensraum besitzen. Das wird aber teuer, wenn man sich hier seinen Lebensabend versüßen ja, will. Es gibt auch Leute, die, sagen wir mal so, nicht verdienen, aber bekommen haben. Bekommen. Zwischen bekommen und verdienen gibt es oft keinen Unterschied. Die Residenz am Rosengarten. Von hier aus noch mal ein kurzer Blick auf die andere Seite.
Hier ist dann die Villa Thea. Auch ein sehr schönes Haus. Linken Seite ein kleiner Souvenirladen. Werde ich nachher vielleicht noch mal reingehen. Hier bin ich dann am Café Rosales. Servus. Hier ist dann das Weinwerk. Einige Sachen werde ich dann im Video noch mal verlinken, falls jemand Interesse hat, diese Sachen mal zu besuchen. Blick rüber zum Springbrunnen. Da bin ich dann am Café Rosengarten. Jetzt laufe ich mal ein Stück im Rosengarten. Dieser Springbrunnen ist immer wieder faszinierend, fast zu jeder Jahreszeit. Einige Rosen blühen auch noch, obwohl es mittlerweile Oktober ist. Laufe ich mal zur Straße hoch. Straße überqueren.
Ich laufe dann mal in die Fußgängerzone hinein. Auf der rechten Seite ist Bassanese Eis. Einige Sachen aus Edelsteinen. Kurz mal Platz machen für die Touristenbahn. Auf der rechten Seite befindet sich dann auch noch ein Edelsteinstudio. Vorne macht einer Straßenmusik. Ein bisschen aufpassen, hier fahren immer noch Autos durch die Fußgängerzone. Hier bin ich dann unter der Marktstraße, der Eckbeck. Ich laufe die Straße mal hoch bis zum oberen Ende. Hier ist das Eiscafé Rialto. Dann auf der rechten Seite ein Vielmann. Textiliengeschäft mit fetten Rabatten. Ich glaube, die werden wohl bald zumachen. 80% ist ziemlich viel. Hier wieder ein Schmuckatelier. Schöne Uhren. Firma Meistersinger, davon habe ich ja noch nie was gehört. Bella Cosa, ein kleiner Accessoire-Laden. Wieder ein Optiker, Vogt. Nächste Ohrenladen. Biege ich doch mal ab in die Prinzregentenstraße. Immobilienbüro von der VR Bank.
Hier steht dann ein futuristischer Funkturm mitten in der Innenstadt. Sollen wir mal weitergehen? Mit den Läden hört es dann hier langsam auf. Hier ist dann nur noch ein Telefonladen, ein Optiker und ein Laden für Hörgeräte. Auf der linken Seite ist dann das staatliche Kurhausbad. Sehr imposanter Bau. Da ist mehr Sonne. Hier komme ich dann zur Erlöserkirche. Ist auch offen, da werde ich auch noch mal eine Runde drehen. Zeige ich euch mal das Innere der Erlöserkirche. Altarraum. Und auf der anderen Seite eine Orgel. Ist ja immer in Arbeiten und da geht es so schnell weg. So, jetzt gehe ich wieder raus. Falsche Tür. In dem eingeschossigen Bau vor mir mit dem Kaffee ist auch noch ein Schmuckladen. Kleine Brunnen am Kaffee. Jetzt gehe ich dann die Martin-Luther-Straße runterwärts.
Er wird wieder mal saniert. Jetzt stehe ich auf einen weiteren Übergang über die Fränkische Saale und mache hier erst einmal einen kleinen Rundblick, bevor ich dann wieder in Richtung Zentrum laufe. Gegenüber der Brücke, das ist die Reha-Klinik am Kurpark. Auf der linken Seite ist das Hotel Victoria. Das werde ich mir jetzt mal von innen mal anschauen. Zunächst mal hier ist dann das Eingangsportal. Dann schauen wir mal rein. Hier sind dann noch ein paar kleine Szenen vom Inneren des Hotels. Aufgehen. Ja, Leute, so lässt sich's leben. Momentan noch gerade ein günstiger Zeitpunkt. Gerade niemand zum Essen da. Treppe runterlaufen. Ja.
Das ist dann noch ein eher modernerer Esssaal. Gut, dann werde ich nochmal was essen. So Leute, nach einem kleinen Imbiss im Hotel Victoria und nach der Durchsicht des bisherigen Materials habe ich mich entschlossen, das Video zu teilen, damit es nicht zu lang wird. Also bleibt dran und bis dann.